Und liebe Freunde, hallo liebe Freunde, hier bei einer neuen Folge von Rise of Tomb Raider. Wir sind schon ziemlich weit vorangeraten und immer wie näher an der angeblich göttlichen Quelle. Wir haben ja schon ziemlich einiges erfahren. Ja, Lara Croft, bisschen gestresst, übermüdet und erfroren. Naja, geschockt eher. Und mir, Drandubaki, wir begeben uns hier. Lara! Dass die immer noch Empfang hat. Sie dürften jede Minute durch das Eis brechen. Ja, ich merke. Es ist Zeit für euren Angriff. Glaubst du, ihr könnt sie aufhalten? Aber Nein. Wir können dir etwas Zeit verschaffen. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Was? Nö. Alter, was die alles gebaut haben hier. Schaut euch mal das Ding an. Was? Ach komm. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ja, yeah, step down. Alter, bleib doch jetzt. Ey, ich bin in Krise, oder? Hier liegt. Ja, liegt hier. Pilze. Ich hab gemeint, hier würde was anderes liegen, aber ja, ist gut. Schauen wir mal die. Oh, eine Kriegerin sogar. Vom Gesicht her, ne? Was mich erstaunt ist, dass die Unsterblichen. Doch sterben, nein. Dass die Unsterblichen Gesichter haben. Ich kann die Bilder. Die nicht. Kammer der Seelen. Ich geh dem die auf. Göttliche Quelle muss dort sein. Der Weg zum Stadtzentrum führt anscheinend durch dieses Tor. Oh nein. Gelangen sie durch das erste Tor. Das kommt mir so. Das kommt mir so vor wie Fuchur, die unendliche Geschichte, ne? Nur die mit reinem Herzen, die kommen durch das Tor. Grenzt neues Basislager entdeckt, okay. Ich habe versagt. Es gibt keine Entschuldigung für meine Sünden. Ich habe meine Hände auf der Jagd nach dem Propheten mit Blut besudelt. Und jetzt ist alles dahin. Als die Belagerung begann, taten die Anhänger des Propheten das Undenkbare. Sie richteten ihre Waffen auf die Gletscher und begruben ihre eigene Stadt. Mongolen wurden ebenso wie die Anhänger des Propheten vom Eis zermalmt. Der Khan und seine Krieger sind tot. Die Einwohner Kitesch's sind gebrochen und verstreut. Nur ich überlebe im eisigen Herzen der Stadt. Meine einzige Gesellschaft ist die unsterbliche Armee des Propheten, in deren Augen eine gottlose Flamme brennt. Auch jetzt suchen sie in den Ruinen nach Überlebenden. Trinity's Abgesandter bei den Mongolen hat den Kampf überlebt. Anscheinend haben sie die Verteidiger hier unterschätzt. Der letzte Mann, einziger Überlebender. Ja, gegen diese Armee der Propheten zu kämpfen ist einfach... Ich weiß nicht, wie ich mir ein unsterbliches Wesen vorgestellt habe, aber Jacob erscheint so menschlich. Was er in all den Jahren gesehen haben muss, all diese Erfahrung, dieses Wissen, es ist schwer zu begreifen. Und doch hat er sein Volk seit Generationen angelogen. Alles für dieses Geheimnis. Welche Wunder werden mit der göttlichen Quelle befreit? Werden die Menschen endlich die wahre Natur der Seele verstehen? Oder enthüllt sie eine wissenschaftliche Entdeckung? Eines ist sicher, Trinity darf keine Kontrolle darüber haben. Da gebe ich dir, Lara, vollkommen recht. Laufverlängerung. Cool. Da gebe ich dir vollkommen recht. Trinity darf nicht in Besitz dieser Quelle kommen. Wo muss ich denn jetzt hin? Aha. Okay. Ich will erstmal die Pilze da. Okidoki. Irgendwie da oben hatte ich noch irgendwas. Pilze. So, okay. Dann geht's nach unten. Here we go! Durch das erste Tor. Alter, wie weit ist denn die Strecke hier? Hoppala. Ja.
Naja. So, will ich da überhaupt so runter? Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Dementsprechend, nein, will ich nicht. Spielen wir mal ein bisschen. Wie hieß es denn schon wieder? Spielen wir mal ein bisschen. Ja, ist ja klar, dass da unten irgendwelche Sachen rumliegen. Mann! Ich wollte sagen, komm, wir spielen ein bisschen. Ach, wenn ich nur wüsste, wie das Spiel schon wieder hieß. Mordor. Middle Earth, da, ne? Kennt ihr sicher. Alarmglocken. Die sollte ich ausschalten. Oh. Etwa so. Ich weiß nicht, wo die Alarmglocken sind. Ich muss ja eigentlich, ne, darüber. Ich komme mir wirklich so vor wie der von Mordor. Yeah! Was? Mann, Lara, du bist doch Heldin von dem Team. Aber immerhin kann ich das jetzt anschauen. Ein alter geschnitzter Heidengott. Vielleicht ein Fruchtbarkeitssymbol. Ist schon Jahrtausende alt. Komische Köpfe, was die haben, ja, ohne Spaß. Okay, freut mich. Wo muss ich denn hin? Immer noch darüber. Ja. Hier, ne? Weißt du Bescheid? Oh, da unten ist noch eine Kiste. Hier auch. Mann, in der Stadt liegt ja. In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu, ein Feuer zu entzünden. Der mongolische Soldat musste autark sein. Ist das eine Tasche? In der Tasche, was? In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Sieht für mich so aus wie ein Steindings, aber keine Tasche. Ich muss mir hier mal die Karte anschauen, liebe Freunde. Wo bin ich denn jetzt hier? Kryptoeingang. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es mir an. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es mir an. Falsch. Krypta-Eingang? Krypta-Eingang wo?
Und denn? Ich weiß, dass ich es irgendwie bereuen werde. Der Scheiß gibt da Eingang. Mal eine ernsthaft doofe Frage. Komme ich da überhaupt hin? Oh, wie gern wird das abspeichern? Wo ist denn der scheiß Eingang? Hinter der Mauer? Mann. Ich bin gerade leicht überfordert. Wollte ich eigentlich ja nicht. Ah, komm schon. Irgendwas lag da zum Aufnehmen. Mann. Also ich glaube nicht, dass ich da in die Krypta reinkomme. Voll nicht. Haben wir hier hinten eine Höhle. Sehr schön. Die Brita! Aua, erschrick mich mal nicht. Alter. Oh, Leute, haut ab. Lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Haut ab! So, einer weniger und... So. Kann ich jetzt mal konzentriert hier arbeiten? Ich will nur zur Höhle hin. Einfach nur mal schauen, ob das überhaupt geht. So, sind wieder mal auf kompletten Abwägen. Mann, macht's mir doch noch schwieriger als es ist. So. Ich bin gar nicht so gerne hier unten, ehrlich gesagt. Ich war lieber oben auf dem Dach. Nur wegen dem scheiß Höhleneingang hier. Was ich jetzt gehört habe, glaube ich mich jetzt gar nicht mehr in die Höhle rein.
Hallo? Oha, großer Bär. Alter, ich hab den Bären erlegt. Alter, ich habe nicht mehr dran geglaubt. Alter, was für ein Bär. Was für ein großes Vieh. Was? Nur ein Bärenfell? Bei so einem großen Vieh? Willst du mich jetzt verarschen? Unglaublich. Unglaublich, aber wahr. Der will mich wirklich verarschen. Ein Riesenbär und ich bin nur ein Bärenfell. Ich bin wieder mal auf Abwägen. Ich wollte doch eigentlich gar nicht unbekanntes Gebiet. Ja. Ich wollte doch gar nicht hier hin. Eine blaue Glasvase in hervorragendem Zustand. Davon gibt es nicht mehr viele, verständlicherweise. Das ist wahr. Boah, schaut euch mal die Details an. Oh, 3D-Grafik ist schon was Geiles. Ich weiß nicht mehr, von wo das ich kam. Ohne Spaß jetzt. Wo bin ich denn jetzt? Aha. Könntest du eigentlich den Punkt hier mal wegnehmen? So. Wir wandern mal durch die Höhle. Stehst du davor, aber nee, du nimmst sie nicht auf. Karte aktualisiert, na super. So, noch ein Artefakt. Ein Eisenanhänger. Die Soldaten des Reichs trugen sie manchmal an ihren Gürteln. Ja, sieht aus wie so ein Gürtelschnalle hier. Schnall den Gürtel um. Schnall den Gürtel um. Okay. Und da warst du schneller als auf dem Wasser? Nee. Ich hab irgendwo noch. Was? Noch irgendwas hier liegen. Ja. So, Ausgraben! Yay! So, gucken wir mal, wo wir hinkommen. Ja. Ne? Oh, schön. Die Lara wurde wieder nass. Ja, Ruinen unter Wasser. Neues Basislager entdeckt. Okay. Was hast du zu erzählen? Nix. Okay. Yay. Yay. So. Schade. Yay. Yay. Oh. Schaden. Was? Maßgefertigter Auslöser. Oder schnell als Werfer Modifikation. So. Oh. Zwei kann ich doch noch irgendwie. So, Dankeschön. Aber ich will den Fall. Dankeschön und Gutes. So, danke. Weiter geht's. Wohin auch immer. Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich bin.
Echt nicht. Eigentlich soll ich ja eigentlich vorwärts machen, ne? Eigentlich. Hm. Stattdessen mache ich hier mein Vergnügen. Mein Gott. Oha. 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 Ich brauche einen Funken. Du brauchst was? Ein Funke? Ein Funke? Okay, was hast du jetzt davon? Ah, ich bin doch ein Blödmann. Was ich hier für Sachen fahre, unglaublich. Exorzismuskammer. Optionale Herausforderung. Ah ja. Ah ja. Ja, ah ja. Ja, versuch's mal nach unten, liebe Lara. Da liegt noch was, da liegt noch was. Ich glaube, so war das nicht gedacht. Okay, also wenn man das Ding runternimmt, dann stößt Gas aus. Okay. Was ist da drüben? Sichere Gegend. Dämonenbesessenheit. Sie haben Exorzismen durchgeführt. Dokument, Boden, Dankeschön. Tief unter dem heiligen Boden unserer Stadt haben wir die Quelle der Verderbtheit entdeckt. Ein Höllentunnel schlängelt sich empor und verspeit den Pesthauch des Bösen. Die Verwüstungen des Dämons folgen keinem Muster, aber sein Zeichen ist deutlich. Männer zu boshaften Worten und Taten getrieben und Gottes Gnade entfremdet. Wir bringen sie hierher, zum Schlund der Hölle, um die Dämonen zu bannen. Nicht immer mit Erfolg. Oft sind die armen Kerle schon zu geschwächt und sterben, wenn wir ihnen die Bestien austreiben. Es ist schlimm, gute Leute zu verlieren. Aber wir müssen dem Teufel trotzen, in all seinen Formen. Ein Priester Kitesh will denjenigen helfen, die von Dämonen besessen sind. Gute Absichten, Exorzismuskammer. Ja, wie überall gibt es so Priester und... Das Tor lässt sich nicht öffnen. Ich muss irgendwie durchstoßen. So nicht. Hat's geklappt? Naja, bester Weg, ne? Wenn nicht so, wie dann? Oh!
sollte man vielleicht doch lieber mal unten hingehen und unten schauen, wie das Ganze unten ausschaut. Muss ich da vielleicht noch irgendwas reparieren? Wer weiß, wie viele hier gestorben sind. Heute ist mein Geist klar. Gestern war es nicht und wird es auch nicht wieder sein. Sie sagen, ich hätte den Teufel in mir. Ich sei besessen. Ich kenne die Bestie in meinem Herzen. Es bin nur ich. Nur mein kranker Geist. Aber die Priester hören nicht zu. Ich verüble es ihnen nicht. An manchen Tagen sind sie Verkörperungen von Schmerz und Hass für mich. So getrübt sind meine Augen. Ich spucke und jaule, denn ich bin irr. Aber ich weiß, es ist kein Arg in meinem Herzen, nur Krankheit, die niemand heilen kann. Eine kranke Frau weiß, dass Exorzismus sie nicht heilen wird. Ein Moment der Klarheit. Exorzismuskammer. Ja, das ist immerhin mal schon mal. Ne? Okay. Das Ding, das blockiert das Ding. Das Ding blockiert das Ding. Das Ding blockiert das Ding. Das Ding blockiert. Naja, halt das Ding. Mal ganz eine blöde Frage. Nee, Quatsch. Also, die kann man runterhauen. Ach, Moment mal. Ich kann ihn nicht abschneiden. Ich dachte, ich könnte es jetzt abschneiden. Ja, Käfig. Tricky, liebe Freunde, das ist tricky. Echt noch mal. Wie kriege ich denn das Scheiß-Tor auf, Mensch? Leute, kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, oder? Hä? Willst du mich jetzt verscheitern? Sie hielten diese Höhle für das Tor zur Hölle. Also hier kommt Wasser raus. Nee, nicht Wasser, aber hier kommt Gas raus. Das Gas musst du explodieren lassen. Was? Was hält sie fest? Irgendwas hält sie fest, ja, nee. Ich weiß schon, was sie festhält. Oh.
kannst ja nichts dagegen tun. Machst du aber auch gar nichts kaputt so, ne? Nichts kaputt hier. Mann. Da, Alter, das ist jetzt eine echt schwere Quest. Komm, das muss doch irgendwie gehen mit Schwung. Ach, komm schon. Mann. Krieg ich denn den Schatz? Ach so. Ach so. Ach so. Geschafft. So. Mann, sag doch den Scheiß an. Gut, müsste hoch genug sein. Vielleicht bin ich auf der falschen Seite. Ja, bist du auch. Okay, jetzt. Sieht gut aus. Mal sehen, ob es klappt. Jetzt macht das Rätsel auch einen Sinn, ne? Überfolge hier. Nur noch das Rätsel, Leute, und dann ist Feierabend. So, wir gehen wieder hier rüber. Ja, ja, ja. Nimm die Pfeile noch mit, ja. Und dann ab geht's, Luzi.
So. Also. Mach mal lieber beides zweimal. Ich weiß nicht, ob dadurch jetzt mehr Gas kommt. Aber ich glaube schon, ne? Ups. Hat geklappt. Jo. Du weißt doch, dass das geklappt hat, Mensch. Lara, wenn man den Trick draußen hat, funktioniert alles. Ja, okay. Die Kammer des Schreckens. Nee, Quatsch. Alter, umso weiter vor, dass du kommst, umso mehr liegt rum. Unglaublich. Ein Vorbi. Ja, Mann. Ein Kodex. Oh mein Gott, das ist die Formel für griechisches Feuer. Griechisches Feuer. Flammen von Feuerpfeilen und Molotow-Cocktails verursachen mehr Schaden und sind heiß genug, um sich durch die Rüstung des Feindes zu brennen. Okay, cool. Habe ich das jetzt? Grab abgeschlossen. Sehr gut. Okay, liebe Freunde, das nächste Mal werden wir dann voranschreiten. Beim. Naja, bei dem, wo wir wollten. Nee, Quatsch. Dann werden wir die göttliche Quelle finden. Und bis dahin sage ich Tschüss. Moment, ich blende mich mal wieder ein. Bis dahin sage ich euch Tschüss, Tschüss, Ciao, Ciao, Bye, Bye. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Rise of Tomb Raider mit Lara und mir, dem Brandubaki. Tschüss.